remember like it was yesterday. The panic, the hysteria, and then the acceptance. Acceptance that Earth was going to be destroyed, and our only grim consolation was that there was nothing we could do to stop it. The neutron star collided, and millions of years of our history got wiped out in an instant. That's why they developed the Rebirth Project. Everyone on Earth fighting for survival, and a lottery among the fittest to see who gets to live thousands of light years away. I won, and that's why I'm here on this Ark ship. I'm a pioneer, one of millions, and our job will be to rebuild civilization in this new solar system. I've been frozen for the entirety of the trip, and now I'm ready to embark on my journey. Our journey. Meine Nigorenten, ich begrüße euch heute auch wieder mal zu einem neuen Spiel. Und zwar zocken wir heute Dual Universe. Für die, die sich jetzt fragen, was das ist, ein Science Fiction Sandbox MMORPG Game. Natürlich aus einer Mischung von, wir haben da heute so einiges dabei, EVE Online, Star Citizen, Minecraft, No Man's Sky und sogar ein bisschen was von Space Engineers. Also das alles soll in diesem Spiel so mit drinnen sein. Und ja, wir werden sich das heute auf jeden Fall anschauen. Das Einzige, was ich schon übersprungen habe, ist die Charaktererstellung, aber die ist jetzt nicht gerade besonders ein Highlight. Also ihr könnt nur die Farben eures Raumanzuges ändern und das Geschlecht könnt ihr auch noch ändern. Aber mehr gibt's da jetzt nicht. So, auf jeden Fall, wir sind schon mittendrin. Wir können sich schon hier ein bisschen umschauen. Das Ganze ist aber noch in einer Beta, ja? Das Ganze ist noch in einer Beta. Wer sich dennoch dafür schon interessiert, ja? Links zu dem Ganzen gibt's unten in der Videobeschreibung. Guckt's da mal rein, guckt euch die Seite mal an. Und wir schauen mal, dass wir jetzt mal ein bisschen das Tutorial durchdrücken. Aber wie wir hier schon sehen, glaube ich, sind das schon... Nein, das wollen wir schon mal nicht. Hallo. Wir sehen hier anscheinend schon ein paar Spieler. Und die Welt können wir auch schon ein bisschen sehen. Also wir können auch wirklich alles angeblich machen, ja, was ich gelesen habe schon und mitbekommen habe. Wir können wirklich craften. Wir können Gegenstände craften. Wir können Raumschiffe erstellen, wie wir sie wollen. Wir können die Landschaften abbauen, wie wir wollen. Wir können auch Gebäude bauen. Also... ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall. So, gewissern wir uns zuerst, dass deine motorischen Fertigkeiten nicht beeinflusst sind. Begib dich einfach mehr. Gut, grüner Punkt. Über uns steht auch schon Raumschiff. Ob das wen gehört, weiß ich nicht. Sitzt der wer drin? Nee. Sind nur Spieler schon irgendwo ganz woanders. Okay. Ja, wir können so ein bisschen selbst... ja, okay, gut. Das sind ein bisschen kleine Stufen für so einen großen... für so einen großen Kerl. Ach so, da oben müssen wir. Okay, scheiße. Dieser gigantische Planet und viele weitere im System warten nur darauf, von dir erobert zu werden. Du kannst die Welt nach deinen Wünschen formen. Baue ein Imperium, erkunde die Tiefen des Weltraums,
Gründe eine Handelsföderation oder eine Piratenallianz oder lebe abgeschieden auf einem vergessenen Mond. Es gibt keine Regeln, die du befolgen musst, nur jene, die du dir selbst auferlegst. Wenn du bereit bist, folge dem Wegpunkt und wirf einen Blick durch das markierte Fenster. Wegpunkt. Jawohl, laufen können wir. Ja, die normalen Standardsachen. Wenn man länger auf Leertaste bleibt, kann man fliegen anscheinend. Das funktioniert so. Und so, nochmal ein Zusatz und Jetpack dabei. Die Gebäude vor dir bilden eines von vielen Bezirksgebieten auf Aliot. Bezirke enthalten alle Einrichtungen, die du für den Start deiner Reise benötigst. Außerdem findest du dort Institute, in denen du verschiedenste Tutorials abschließen kannst. Darauf kommen wir jedoch später zurück. Jetzt ist es Zeit, sich auf deine Reise vorzubereiten. Geh nach unten und folge dem Wegpunkt. Wegpunkt folgen, alles klar, los! Los! Schauen wir uns zuerst deine Werkzeuge an. Du findest sie unten am Bildschirm in den Schnellzugriff-Slots. Du kannst sie mit den Schnellzugriff-Tasten bis auswählen. Wie du siehst, ist der letzte Slot leer. Wir schauen uns jetzt an, wie man ein neues Werkzeug dort platziert. Nähere dich der markierten Werkzeugverteilereinheit neben dir an. Wähle jetzt das Reparaturwerkzeug aus, das du erhalten hast, und ziehe es in einen freien Slot unterhalb. Hab ich schon. Gut gemacht. Beachte, dass Danke. Das Inventar eine begrenzte Kapazität hat. Dank der Nanopack-Technologie ist dein Inventar zwar ziemlich groß, trotzdem solltest du die Größe von gelagerten Objekten nicht außer Acht lassen. Schließe jetzt das Inventar. Okay. Wir können jetzt weiter nach unten gehen. Wenn du einen Aufzug betrittst und die Ducken-Taste oder Springen-Taste drückst, gelangst... Willkommen im Hauptraum. Das geht schnell. Du kannst jederzeit hierher zurückkehren, indem du denselben Aufzug betrittst und die Springen-Taste drückst. Vor dir siehst du eine Miniaturnachbildung des Archenschiffs. Vielleicht kannst du das echte Archenschiff durch die Fenster in der Ferne erkennen. Versuchen wir, es auf der Karte zu finden. Drücke die Kartentaste, um die Karte aufzurufen. Du befindest dich gerade auf dem Planeten Aliot. Du kannst den Planeten drehen, indem du mit der Maus klickst und ziehst. Sehr gut, das Außerdem aber. Kannst Respekt, du mit dem Scrollrad hinein und herauszoomen. Zoome hinein. Jedes dieser Felder stellt ein Gebiet dar, das du beanspruchen kannst. Rote Felder wurden bereits beansprucht. Violette Felder können nicht beansprucht werden und treten meist in der Nähe des Archenschiffs auf. Das Archenschiff wird als kleines Symbol im Zentrum der violetten Felder dargestellt. Heftig. Ich muss es schon sagen, also das Tutorial ist nice, ja. Also mit der Stimme kann man ein bisschen, also mit der Appellia, die das vorliest, kann man noch besser machen. Aber ich muss sagen, es wird einem wenigstens wirklich alles schön erklärt. Ich stehe hier nicht einfach jetzt so da und denke mir, was muss ich machen, ja. So. Willkommen im Observatorium. Von hier aus solltest du Aliots Monde am Himmel sehen können. Einer von ihnen ist ein ganz besonderer Mond, ein sogenannter Zufluchtsmond. Ja, ich glaub, das ist das. Was das bedeutet, wirst du später noch erfahren. Versuche zunächst einmal, ihn ausfindig zu machen. Öffne erneut die Karte, Die Karte enthält außerdem eine Sonnensystem. Hier siehst du alle Planeten, die aktuell im System verfügbar sind. Heftig. Wähle deinen aktuellen Planeten Aliot aus, indem du darauf... Wie du siehst, hat Aliot zwei Monde. Einer von ihnen ist orange markiert. Das ist der Zufluchtsmond. Klicke ihn an, um ihn auszuwählen. Ausgezeichnet. Klicke jetzt auf die Taste Wegpunkt. Gut, dieser Mond ist wie Aliot und alle anderen Planeten von Feldern bedeckt, die du beanspruchen kannst. Auf einem Zufluchtsmond kommt es nie zu Kampfhandlungen, es handelt sich um eine Sicherheitszone. Das heißt, dass sämtliche Gebiete, die du beanspruchst, für immer dir gehören. Niemand kann dir deine Habseligkeiten wegnehmen oder ohne deine Erlaubnis etwas bauen. Das ist der ideale Platz für einen sicheren Rückzugsort, an dem du deine Wertgegenstände lagern und dein Zuhause bauen kannst. Zu einem Zufluchtsmond zu gelangen und dort ein Feld zu beanspruchen, sollte stets dein erstes Ziel in Dual Universe sein. Also ich muss das jetzt nochmal betonen. Du bekommst so ein geiles Tutorial hier geliefert. Das ist Respekt, ja, also auf jeden Fall. Der Abbau ist eine der Hauptakte. 20 Minuten später. Bauen ist ein sehr großes Thema, deshalb empfiehlt es sich, die verschiedenen... 6 Stunden später. Thank you.
Willkommen auf dem Zufluchtsmond. Nun musst du als nächstes versuchen, ein freies Gebietsfeld auf der Karte finden, dorthin gelangen und es zu beanspruchen. Okay, und somit dürfen wir jetzt endlich auch mal was machen. Das Tutorial auf jeden Fall. Kriegt nochmal von mir einen Respekt. Es wurde wirklich alles sehr gut erklärt. Also ihr braucht ja keine Angst haben, dass ihr euch da irgendwo nicht auskennt. Ja? Also das kriegt auf jeden Fall noch einen Daumen hoch von mir, dass das Tutorial schon so gut gemacht ist. Also ihr steht da nicht, ihr kriegt es nicht einfach, ihr werdet einfach nicht ins kalte Wasser geworfen. Steht einfach da und wisst jetzt nicht so, was ihr machen sollt. Also auf jeden Fall Respekt. Ja? Und ich habe nicht die ganze Zeit geschlafen, nochmals. Ja. Als nächstes solltest du ein freies Feld auf der Karte suchen, dich dorthin begeben und es für dich beanspruchen. Ja, wir werden halt einfach mal ein Feld für uns beanspruchen. Ich hätte mal gesagt, wir nehmen das hier, dieses Feld, als Ziel festlegen. Das schaut doch schon mal gut aus. Gefällt mir. Wir nehmen das Feld jetzt einfach mal, haben es beansprucht. Unseren Speeder platzieren. Das heißt, wir nehmen jetzt den Bauplan. Platzieren unser Fahrzeug hier. Ja, Eigentümer, jawohl, ja. Wir werden es umbenennen zu Rennflieger. Gratuliere. Du hast deinen Speeder-Bauplan erfolgreich angewandt. Großartig. Du bist bereit, auf Entdeckungsreise zu gehen. Jawohl, Entdeckungsreise. Visiere den Sitz deines Speeders an, wenn du ihn steuern möchtest, und aktiviere ihn, indem du die Interagieren-Taste gedrückt hältst. Ich lasse dich jetzt allein. Viel Spaß beim Entdecken von Dual Universe. Vielen Dank, liebe Sprachassistentin, die nicht mit Google funktioniert. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zu unserer Markierung. So, Ziel. Ziel ist festgelegt, passt. Okay, das heißt, wir haben unser Ziel festgelegt und wir können loslegen. Okay, das. Wir schaffen das. Also ich traue mich gerade nicht zu übers Wasser fliegen. Aber es geht. Aus der Sicherheitszone sind wir auch heraus. Wir haben schon ein paar irgendwie ihre Gebäude gebaut. Kann das sein? Da rechts von uns, da hat schon jemand was ins Wasser gesetzt. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, Moment mal, wir sollten ja schon auf freien Flächen sein, deswegen, ich möchte nicht weiterfliegen, deswegen setzen wir sich das hier als Ziel festlegen. Wir bleiben gleich direkt da. Hätte ich mal gesagt. Aussteigen. Jawohl, okay. Hätte ich gesagt, wir beanspruchen schon dieses Feld für uns, weil ich habe keinen Bock, da noch weiter hinzufliegen. Wir sehen auf jeden Fall die ganzen Materialien rumliegen, finde ich recht nice. Brauchen wir nicht gerade tief graben. Schauen wir sich auf jeden Fall gleich an. Wir sollen jetzt unseren unser Markierungsgerät setzen. Wir sollen unser Zufluchtsgebiet markieren, genau. Wir werden das einfach mal daher setzen. Name, Territory, wir nennen es, meins. Fantastisch. Du bist jetzt stolzer Besitzer eines Gebietsfeldes auf einem Zufluchtsmond. Schau es dir auf der Karte an. Du kannst jetzt innerhalb deines Feldes abbauen und Oberflächenmineralien sammeln. Sammle als erstes ein paar Materialien auf der Oberfläche, die wir verkaufen können, um etwas Geld zu verdienen. Jawohl, wir schauen mal auf die Karte. Jawohl, grünes Gebiet, hier wohne ich. Wer mich besuchen möchte, vermeide bitte dieses Gebiet. Mag keinen Besuch haben. So, abbauen. Das heißt, abbauen können wir jetzt hier mit unseren Wege in den Mauszeiger auf die Gaststein-Oberfläche und drücke. Funktioniert, okay. Ja, braucht immer ein bisschen, aber es funktioniert. Das heißt, wir können jetzt die Rohstoffe abbauen. ...80 von 400 müssen wir jetzt abbauen, oder was? Nee, da wäre ich ja wahnsinnig. 3 Tage später. Ausgezeichnet.
Du hast jetzt ein paar wertvolle Erze gesammelt, die du verkaufen kannst. Wenn du willst, kannst du noch weiter abbauen, aber falls du bereit bist, habe ich den nächstgelegenen Markt mit einem Wegpunkt für dich markiert. Du kannst auch die Karte öffnen und nach den kleinen M-Symbolen suchen, um verfügbare Märkte zu finden. Ah, das heißt, wir gehen zu einem Markt. Ist unser nächstes Ziel. Wir müssen da anscheinend hin. Der Markt ist markiert. Also machen wir uns da mal auf den Weg hin. So, ich will ja nichts sagen. Over. Wir haben den Markt erreicht. War jetzt ein langer Flug. Also wenn da oben jetzt nicht irgendwas Interessantes für mich ist, dann raste ich aus. Der Weg war hier wirklich sehr weit. Okay, wir hätten hier oben auch landen können. Der Marc, wo ist der Eingang? Das kann. Den können wir jetzt mal hier oben auch landen. Da ist der Marc. Okay, hier drauf, ja. Wupp. Markt. Okay, wir sind jetzt hier beim Markt, okay. Genau, jetzt können wir die Sachen verkaufen. Dann nehmen wir mal Materialien, was haben wir? So, dann hätte ich mal gesagt, ja, damit ich das Tutorial gerade jetzt wieder ein bisschen alleine lässt, da ich gerade meine Rohstoffe verkauft habe, aber irgendwie jetzt gerade nichts mehr weiter, mehr Sinn, was gegeben wird. Hätte ich trotzdem mal gesagt, wir lassen es für diese Folge bleiben. Ich habe mal gesagt, wir haben sich so ein bisschen schon was angeguckt. Wie ihr das Spiel schon mal findet und ob ihr das Spiel schon zockt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ansonsten, wenn euch die Folge gut gefallen hat, mir bitte einen Daumen nach oben auch da lassen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich auch in die Kommentare unten reinschreiben. Ansonsten, Abo gerne da lassen, inklusive Benachrichtigungen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ich sage jetzt, reingehauen und wiederschauen. Das war's mit Dual Universe.